Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Schön, dass er kichert ist. Schön, dass er kichert ist. Das ist immer lustig. Okay. Ich denke mal gerade so, kommt ihr auch? Boom, drauf einmal. Okay. Danke. Weiß nicht, das Kichern irgendwo drauf haben? Auf der Aufnahme. Oh ja, stimmt, ich wollte Eis holen. Oh ja, stimmt, jetzt fällt mir an, was ich vergessen habe. Eis. Au, oh, 3,5 Herzen. Was mit dem Scheiß? Ich mag meinen Bogen. Dann nimm ihn zu Hause im Bett. Aber nicht hier. Ist nicht nett. Warum hast du da zwei Falltüren übereinander? Ich weiß nicht, weil man zwei kriegt beim Craften. Weil wenn eine voll drückt, die andere immer. Ja, man weiß ja nie was für... Gut, Jimmy! Kann ich bitte kurz die Map anschauen? Ah! Das ist so schwierig. Meine Zuschauer, in dieser Folge sehen sie halt nichts, wie ich es gerade legt mich am Arsch. Nachher. Er ist so scheiße. Versuch gerade heraus... Oh, ich wollte... So, und bei mir, liebe Zuschauer, die vielleicht existieren, weiß noch nicht. Gehen wir heute auf Abenteuerreise. Flo, komm mal kurz her. Ins Drogenland, zu Stoff. Flo! Ja. Was hältst du von dem Brunnen? Was soll ich... irgendwie zu eckig? Ein bisschen eckig, aber sonst geil. Ja, ein bisschen eckig in Minecraft. Wie kannst du nur? Ich kotze ja, ein bisschen zu eckig. Da fehlt TNT. Da fehlt eindeutig, schau, da muss man TNT dran klatschen. Das ist echt witzig, Sascha. Ja, ich hab das TNT wir. Nur, damit ich so irgendwas so platzieren kann, so. Schau mal, TNT. Dynamite. Also nach den Stiegen stoffst du dein Haus aus, oder? Haus aus. Bewegen wir mal ein bisschen viel, dass du so hast, dass der nichts tut. Ich bin gerade auch am Überlegen, ob ich diese Steinziegel umtauschen soll gegen Netherquartzstufen. Wie? Dann vergiss es. Wie was? Ach so. Wie, wo, was? Das war's besser aus. Würde ich mir auch sagen. Da musst du so bleiben, also noch mehr handwerklich daran jetzt nicht rum, das mache ich dann irgendwann mal später. Wir haben eine Stadtmitte. Mehr Hand lege ich da jetzt nicht ab. Irgendwann ist doch mal Schluss, Junge, das ist... Das muss ich erstmal ausruhen und spannen. Aber oh, sonst geht's immer gut, Flo, hä? Entschuldigung. Ey, Stoff, pass ein bisschen aus, wenn du das nächste Mal aus deinem Haus raussprintest, okay? Warum? Ach, nix. Oh, und kannst du dich noch erinnern, wie ich gesagt habe, du sollst doch bitte Schilder lesen, weil das könnte sonst irgendwo ein bisschen gefährlich ausgehen. Nicht wirklich, oder? Sascha, bist du gerade draufgestiegen? Ich glaube. Nein, ich kämpfe gerade mit mir. Hey, Moment einmal, das ist theoretisch verboten, gell, weil das ist mein Grundstück. Ah nein, dein Grundstück ist bei der Treppe aus. Du hast das schön abgezäunt, aber... Nein, das ist blöd. Nicht richtig. Tut mir leid, aber ich sehe nirgendwo eine Eigenschaft. Verschönert, das, ja. Das sind Steindruckplatten. Das ist alles. Junge, zeig mir den Grundbucheintrag. Los. Ich meine, freu dich doch über das Geschenk, halt, da ist ein TNT drin, wenn du das abbaust. Explodiert. Ist da was? Irgendwo würde ich gern hinschauen, um zu schauen, ob jemand abgebaut hat oder ob es explodiert ist. Ja, dann guck doch mal. Will aber nicht umgebracht werden.
Ich meine, ich habe nichts Falsches gemacht, ich habe es eindeutig beschildert als Gefahrenzone daher. Und ich hoffe, ist da jetzt was oder nicht? Was? Ist da jetzt nur ein Wasser oder nicht? Na, ja, die ist sicher drunter, aber ob es explodiert ist oder nicht, wissen wir nicht. Habt ihr das Bombenwaffen gehört? Also ich bin draufgestiegen. Aber TNT runter, grab's mal weg. Nein. War explodiert? Das war eine TNT-Leitung. Bei mir war die Druckplatte und beim Sascha hat das Haus gesprengt. Das wäre geil gewesen. So. Nicht hier draufsteigen. Steigst du drauf, woanders. Fällt so das halbe Haus hinter dir so. War das nicht? Ich könnte auch eine TNT-Kanone machen. Naja, die war nicht auf deinem Grundstück gebaut. Ich meine, das TNT kann fliegen. Ich meine. Ja, mal vorkommen. Wollt ihr auf Abenteuerreise gehen, oder? Ich wollte eigentlich bald mal wieder so. Aber irgendwie komme ich nicht dazu, weil ich die ganze Zeit den Platz hier verschönere. Ich stehe so lange mal daneben und schau zu, wie Sascha von der Spinne angegriffen wird. Ah ja, wirklich, ich glaube, das bist du. Fuck, ich hätte es nicht sagen sollen, dann wärst du wahrscheinlich noch gestorben deswegen. Und in welche Richtung soll ich jetzt aufpassen? Und wo ist jetzt das TNT? Wissen wir das? Nee. Was ist das, Mann? Dann mach ich mal noch eins. Alter, hebt mir das Gunpowder auf, das kann ich später gut gebrauchen. Für TNT. Hä? Für meine Tränke? Oh, ja, stimmt. Ja. Weil die hat ja eine richtige Verwendung. Oh, ja. Yeah. Genau. Oh, ja. Yeah. Oh, ja. Yeah. Oh, ja. Yeah. Wir müssen hier irgendwann mal die Kisten sortieren. Ich sag jetzt mal eins, alle die was aus der Kiste haben wollen, können es rausnehmen, ich nehme dann den Rest. Ich bin zufrieden, danke. Okay, schnell muss ich hier Abstand halten. So, warte, ich merke mir einfach nur, ich gehe Richtung Norden. Ich bin mit vorhin nicht mehr daher kommen. Gute Arbeit. Good job. Der Frosche? Ja? Den gibt's nicht mehr. Ja? Ha, ich hab was. Ja? Was ist jetzt? Ah, da ist eine Schlucht. Die wäre ich jetzt reingesprungen, wenn ich sie nicht gesehen hätte. Das habe ich nicht kommen sehen. Lalalalala. Jetzt kommst du mir jetzt überall meine Leere verloren. So, habt ihr alles rausgeholt? Ja, aber nur was. Okay. Ich darf ein bisschen Zeit lassen, erst langsamer als andere. Gut. Ich muss mir das genau angucken. Dun, 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 dun. Abenteuer Time with Froschi. Hallo Kinder, wir gehen heute auf ein Abenteuer. Jetzt 10% weniger Keller. Gift. Guck mal, sieht doch schon langsam viel schöner hier aus. Das stimmt. Ja, das ist ursexy. Das ist so. Boah, bis der die Kugel anfängt, boah, mal, kannst du ja kannst das auch keinen sehen, weil das ist ja... Nee, sag jetzt mal, also, ja, wenn du jetzt hier so in der Mitte vom Platz stehst, sieht doch alles viel schöner aus. Ja, ja, das ist voll geil. Du schaust viel schöner aus. Das ist so schön. Fast so schön wie du, Olli.
Na. Gut, also kann ich die Kisten jetzt abruppen. Sozusagen. Ja. Ist das wurscht? Ja, auch Schnee irgendwo. Oh. Ach ja. Was für ein schönes Leben. Ja, greift den Sascha an. Was ist denn jetzt mit dir los gewesen? Ja, Olli, das wissen wir nicht. Ich glaube, wollen wir das überhaupt wissen? Nein. Okay. Mhm. Ich schon. Das. Waldzeug. Steiner. Da ist nochmal ein Birch Forest, nachdem ein normaler Forest war hinter unserem Birch Forest. Auf der Suche nach Schnee. Ich glaube, ich brauche demnächst mal ein bisschen mehr Kisten. Brauchst du nicht Schnee, Eis. Oi. Okay, was gibt's jetzt? Ich frage schon gar nicht mehr nach, das ist... Nur kein Großzeichen, wirklich. Was tut ihr aber irgendwie? Ich schreibe gerade immer noch bei meinen Lichter... Achtung, Feuer hin. Irgendwo hat das jetzt gerade mit den Achtungsschildern. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich war der Auslöser. Achtung. War ein Trigger. Flo war hier. Ja. Das ist eine Lüge. Ich war nirgends dort. Ja, nur die Schildernähe alle zugebracht. Ich habe übrigens eine Wüste gefunden, ziemlich weit im Norden. Schön für dich. Ja, ich denke es mal auch. Ich wollte eigentlich Eis suchen. Vielleicht finde ich ein Villager. Achtung, ein wildes Froschi befindet sich auf dem Server. Da hat mich gerade irgendwann Pokémon. Ein wildes Froschi greift an. Dam, 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 dam. Froschi setzt Erdbeben ein. Es ist sehr effektiv. Ich hab halt Pokémon gespielt, okay? Wow! Merkt. Wer war das? Ich spiele aktuell Pokémon Smaragd auf 16-facher Geschwindigkeit. Mein Haupt-Pokémon ist ein Kamerun namens Hans und Wurscht. Ein Sumpex namens Adolf. Oh, ich habe Villager gefunden im Norden. Echt? Ja. Was verkaufen die Schönes? Der eine will Kohle für Emeralde haben, der andere will auch Kohle für Emeralde haben. Hier sind Pferde, ich habe einen Sattel. Ich gehe jetzt zum Pferd reiten. Okay. Richtig hart. Hier ist auch ein Dark Oakwood. Schwert, lass mich kommen! Oh, bloße Hand, nicht Schwert. Ja, genau. Wo ist Norden? Wo ist Norden? Du drückst F3 und schaust, wo Norden steht. Hey. Problem für dich? Ja, schon. Liebst du mich? Ja. Nicht du. Interessiert mich doch nicht, ob du mich. West. Das ist Norden, okay. Nein, es liebt mich. Ich hab nicht geschaut, ob es die besten Stats hat. Es hat 2 Hunger. Das hat auch 2. Warte, hat das 2,5 Hunger? Das andere, was mich liebt. Das hat nur 1 Hunger. Das liebt mich, oder? Ja, das liebt mich. Das hat 2 Hunger extra. Wie schaut's mit dem da aus? 1 Hunger. Habe ich hier das Beste ausgewählt oder eins von den Besseren? So, dann noch den Sattel drauf. Ich habe übrigens gerade einen Sattel gefunden. In der Village. Wer bist denn da gegangen? Ich bin gerade auf. Also Norden wäre X-Koordinate. Nein, Z-Koordinate minus 700. Where? Wenn ich sag, das ist. Ja, ich renn schon eine Weile. Da war ein Birkenwald, dann war ein normaler Wald, dann war wieder ein Birkenwald, dann war eine Wüste. Lass mich raten, kein Tropenwald überall, ne? Ich hab noch keinen gefunden. Ich hab dafür so das Dark Oak nochmal gefunden. Gerade bin ich so bei so Akazienbäumen. Wie heißt doch immer das Biom? Ich weiß es nicht. Savanne. Ja, genau, Savanne. Akazienbäume. Kannst du ein paar Akaziensetzlinge mitbringen?
Das sein? Die Bäume ab, oder? Tut mir leid, dass ich dich immer noch was gefragt habe. Beim Zurückgehen dann. Ich gehe gerade weiter, wo ich den Laden. Quente fressen. Oh, früh kommst drauf. Okay. Doch, ja, wirklich, wirklich schneller. Ah, nee. Mensch, Sascha, was machst du denn? Essen. Nom nom. Was gibt's denn? Ich reite gerade auf meinem Pferd durch die Wüste. Käsestange. Wenn man sowas in Deutschland kennt. Ja, man kennt eine Käsestange. Stange. Wie wenn man sich mal wieder waschen müsste. Bräuchte, du bist deine Tricks. Entschuldigung, okay. Aber ich meine, er hat Käsestange gesagt. Lass mich ran, dann. Okay, die Steine sind jetzt weg. Die vier Kisten. Was ist die verdammte Wüste? Mann, mein Pferd ist am Fahren. Wer von euch hat die Diamanten genommen? Seid ehrlich. Ich hab's ja immer extra verstanden. Ja. Na gut, der hat gerade eine Diamantenrüstung in die Lava geworfen, daher. Der weiß eh, ob du. Bitte. Noob. Halt die Fresse, sonst was kriegt. Leerspähen, Leerzeichen, Leerzeichen, Chic. Chic, ist das nicht von Zelda? Chic? Zelda. Chic? Legend of the Chic. Legend of Link. Twilight Chic Prince. Ist die Zelda. Na, wenn, dann sollte es eigentlich wirklich Legend of Link heißen. Naja, es geht ja darum, dass er Zelda retten muss. Ja, aber das ist trotzdem, ist es die Legende von Link. Naja, aber die klingt irgendwo blöd. Das haben sich die Leute bestimmt auch gedacht. Legende von Link? Ah, das klingt voll blöd. Nennen wir es doch einfach Legende von Zelda, auch wenn sie nichts macht außer schlafen. Sie hilft ihnen doch auch so ganz schön, also das ist... So im Nachhinein dann. So ganz geordnet. Motivationsquelle. Hey, ein Sumpf. Noch immer keinen Dschungel gefunden. Vielleicht haben sie Dschungels in der 1.8er rausgenommen. Weil sie OP waren. Manusch. Manuschka. Alter, minus 700. Bei mir können sie jetzt Hausaufgaben oder sowas machen, wenn sie bei mir wenn sie bei mir die Folge jetzt gucken, weil ich würde jetzt nur noch Hausaufgaben. Keine Ahnung, ich würde auf jeden Fall nur noch Kisten sortieren jetzt. So, ich bin jetzt bei minus 1800. Also beschwer dich nicht. Oh ja, beschwer mal. Ich reite mal wieder durch die Wüste zurück. Reiten. Mann. Haben wir selber schon gedacht, Leute. Er hat reiten gesagt. Ach Mensch. Wir sind voll gute Kühe. Ja, Baschel. Wissen wir eigentlich noch, was die Koordinaten von zu Hause waren? Nö, aber ich kann ja mal F3 drücken, wenn du mich ganz nett fragst. Versuch mal auf gut Glück hinzukommen. Okay. Ich weiß, dass der Z-Wert positiv sein sollte oder sowas irgendwo, sowas im Bereich von positiv. Ja, bring mir aber rein. Das einzig Positive in deinem Leben oder AIDS-Test? Ich bin positiv. HIV. Nee, damit darüber hat er sich gefreut. Mag, wie das Pferd legt. So langsam Stück für Stück voranbewegen. Ach, Flo. Und wieder. Also das wurde aus dem Abenteuerpart mit Swashy. Ja, auch nicht. Wir reiten ein Pferd durch die Wüste für 10 Minuten. Spannend. Wie wir hinter uns landen daher. Nicht genug. Ohne mit drin machen. Der Kakti. Das sind Kakti. Kakti. Kakti wandern. Kaktusse.
Oh mein Gott, wie redet er über Frauen? Ich hab grad was Cooles gefunden. Eine Kaktus? Nee. Nennt sich Tempel. Wüstentempel. Der Frosch ist ein Drache. Wow. Also den der unten machen kann. Jetzt kriegt er 3 Diamanten und freut sich des Lebens. Erstmal ausleuchten, nicht dass mich ein Creeper irgendwo runterschießt. Scheiße. Scheiß erstmal. Nee, genau. Wo bist du denn? Du scheißt erstmal ein Creeper. Der Diamant-Pickaxe, die ist zu schnell für Sandstone. Was? Man kann schönes Staircase machen. Achso, der Village Staircase schon brauchst du Rush? Nein! Oh ja, ihr habt ganz genau gesehen. Ah, oh, hey, Alter. Ich hab's gesehen. Sind das 3 Diamanten, 7 Gold, eine Gold? Oh, er ist ein Schaufel. Er ist ein Schaufel, das war geil. Hab ich mal klar. Geil. So, was da Schönes drin? Nochmal 3 Diamanten, 7 Gold, ein bisschen verrottetes Fleisch. Ja, geil, geil. Eisen, Knochen. Gold, verrottetes Fleisch, Knochen. Haufen TNT! TNT. TNT. Ich glaube, da sind gerade mal so 8 Stück da drin. Oder 9. Was? 9? Ja, genau, 3x3. So wie der Schacht ist. Achso, und ich dachte, unter dem wäre nochmal, also dass so 2 Schichten TNT sind. Wären 18 dann. Mein Häschen. Aber nein, leider nicht. Hallo, was hast denn du für mich? Häschen. Everyone's subject to their own onions. Pferd? Ist das echt scheiße, Villager, ne? Pferd? Oh, da ist es. Ich hab schon gedacht, das ist auf einen Kaktus gestiegen und gestorben. Auf einen Kaktus? Pferd. Einen einzelnen. Das Pferd steigt auf eine Kaktusse und ist gestorben. Genau. Und die arme Kaktusse. Pferd. Warum heißt das Pferd Pferd? Pferd. Als Pferd. Mit der Penny? Genau. Nein, kann man nicht. Fick dich doch. Kack dir in die Hose. Fick dich da. Fick dich da, Delfin. Ach ja. Darf ich mal ganz kurz fragen, was dieses weiße Ding da ist mit diesem klaren See? Ja, das würdest du wohl gern wissen, nicht wahr? Ich dachte, das lecker, das ist ein bisschen komisch, okay, aber. Ja, ich habe gemeint, die Kugel, soll das der Schirm sein? Ich kann ihn nicht bauen, ich weiß. Wir haben noch nicht genug Wolle, sonst könnte ich ihn bauen. Ja, aber trotzdem schaut der Anfang schon irgendwo komisch aus. So komisch. Willst du es besser bauen, Flo? Willst du es besser bauen? Ja. Ja. Ja, ja, das hier. Na los, dann bau es besser. Lass mir noch ein paar Zeit, weil ich bin noch nicht zu Hause. Das wird sich in dem paar doch nicht ausgehen. Warum? Weil ich noch in der Wüste bin. Das ist. Ich bin gerade bei Z-600. Oh, ich bin auf der X-Richtung falsch. Wäre ich schon bei der Village. Geh mal ins Screenshot mal. Fuck, bin der Village vorbeigereitet. Geritten. Das Falsche. Da ist halt auf am Villager reitest. Geil. Dann bin ich froh, dass ich jetzt so am Pennen gehe. Dann muss ich mal Stoff nicht mehr tun. Das ist richtig. Jetzt holt er dann wieder das, ich will das eh wieder ernst. Ja, weil dann stirbt er wieder, dann ist er wieder traurig. Ja. Oder er stirbt nicht und kann sich ein schönes Auto kaufen. Ein Auto. Das Mod für Daisy Mod. Ja, du Mod bist du. Mod für Daisy Mod. Super. Das kennen wir mit dem Benny, wenn wir Daisy spielen. So, ist er schon auf. Das ist ja schon so spät, das ist ja unsere Heilige. Hatte. Jeder vernünftige Schüler. Es ist ja so anstrengend, in der Schule zu hocken. Und schlafen.
Du musst in der Schule sitzen, geht's nicht, nur dass du mal so um 5:30 Uhr morgens mal irgendwo aufstehen musst. Ja, die in den Bus oder in den Zug einsetzt und dir dann in der Schule wieder hinguckst. Was, ich fahr dann mit meinem Moped. Ja, und dann huckst. Und dann huckst wieder. Und dann huckst wieder. Und dann huckst wieder. Sitzen geht's doch nicht. Du weißt, Denkarbeit ist auch Arbeit. Jetzt, du kennst die ganzen Büroarbeiter. Den ganzen Tag nicht anders als sitzen. Mich wundert es ja, dass bei den Schülern noch nicht so eingeführt haben, dass die auf einem kleinen Schwimmraffel sitzen müssen. Weil, so viel fast die Hupenweiler, das könnte der, weiß nicht, Hupen belasten. Wieso müssen jetzt plötzlich Beamte auf Ringen sitzen? Was? Na, Schüler. Schüler. Schüler sind schlimmer als Beamte. Beamte steigen nicht größtenteils immer in. Im Pausenraum und einen Kaffee trinken. Ja, ich habe mich voll verwendet, aber das war eigentlich logisch. Na, können wir jetzt da schlafen gehen? Ja, mitten am Tag, geh mal pennen. Es ist Nacht. Ich bin in einer anderen Zeitzone, oha. Ja. So weit gereist. Du bist auf der anderen Seite von der Welt. Was ist nächstes bei euch? Was seid ihr gerade mit dem Pferd durch den Wald? Wir sind X bei euch. X, 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 X. 626. Du bist 626. 626? Ja. Ja, plus, nicht minus. Versuchst du vielleicht auch gerade nach Hause zu kommen, Sascha? Ein bisschen. Welches Z habt ihr? Muss irgendwas mit 200 sein, oder? 410. Also das ist genau mein Haus. Ich will nicht sagen, wir sind schon bei 28 Minuten oder so. Ich weiß. Ja, egal, jetzt in Zukunft dann. Ich will nur mal schnell wissen, wie ich nach Hause komme dann. Weil sonst werden wir das nächste Mal anfangen. Hallo, herzlich willkommen zurück. Wo zum Teufel bin ich? Oh, da ist die Schlucht. Oh, da ist die Schlucht. Oh, ich bin im Wald. Ich sehe den ganzen Wald vor lauter Bäumen nicht, das ist ein Wahnsinn. Du musst auf Stein, Öfen. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Kies, Bruchstein. Auch! Ich glaube, das ist das Spawnpoint von uns. Was? So weit bist du in die X-Richtung zu weit gelaufen? Ich weiß. Zur Arbeit. Ja. Hey, ich sehe einen. Oh, Cobblestone-Weg, das ist schön. Ja, das ist schön. Oh Mann, ich renne voll verkehrt, Alter. Depp, die Folge ist halt da interessant bei mir. Wofür dein Junge, ich sortiere Kisten. Was da drin ist. 15 Minuten, wo ich nur herumstehe und mich vielleicht beim Fressen zuhören kann. Und dann nächste 4 Stunden, wo ich nur herumrenne. Ich sperre mal das Pfeil in den zukünftigen Enchantment-Raum ein. Auch. Sperren wir. So klar. Ich glaube, ich gehe schon. Was wollt's? 5 Euro. Ja, dann hätte ich gesagt, vielen Dank. Halt, stopp. Was macht ihr jetzt schon wieder? Hallo? Du willst gar nicht wissen. Stopp, was? Hatte ich irgendwas in meinen Öfen? Ich geh grad 4 Eisenerz? Nein, ist auch noch alles da. Legst du der Kreise gerade? Lauf! Was hast du? Lauf ist gerade reingekommen, ist in meinen Ofenraum gegangen und dann ist er wieder rausgegangen. Ja, wollte ich ja besuchen. Aber was gehst du dafür in meinen Ofenraum? Ja, ich weiß nicht, aber ich wusste, dass es der Ofenraum ist. Ich bin in den erstbesten Raum reingegangen. Ich bin mal früher gekommen, wie ich Lebkuchen weiß. Genau. Hexenhaus, ja, da schaut der Froschi raus. Froschi ist. Na dann! Ich hab keinen Bock mehr rumzustehen. Du kannst dich noch kurz vorworten. Na Mann. Mein Internet kackt ab. Ich will's. In 10 Minuten.
Dann kannst du mich aber Opfer verschieben. So, jetzt kannst du Tschüss sagen. Okay. Tschüss. Bye.